Hallo. Super. Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars The Force Unleashed auf der Wii und damit viel Spaß. Proxy, gib mir das Ziel. Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi? Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, er hielt aber die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperiale Berichte besagen, dass er tot sein soll. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr vor mir verloren? 7. Na wunderbar. Koordinaten für Nar Shaddaa eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja eine tolle Begrüßung. Die Werft hat schwere Schäden erlitten. Bringt uns näher ran. Sperrt die Kommandozentrale ab und bringt den Holoprojektor zum Laufen. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladungen auf den Ebenen 2, 5 und 12, so wie geplant. Ja, Sir! General Kota, er ist hier! Hab ich euch aus dem Versteck gelockt? Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Findet den nächsten offenen Hangar. Okay, und damit geht's rein ins Großvergnügen. Wir spielen das erste Mal den guten alten Starkiller. Diesmal hier allerdings, wie gesagt, in der Wii-Version. Und die ist mir gänzlich unbekannt. Wenn du im Spiel voranschreitest, bekommst du Machtpunkte. Du kannst sie im Pausemenü oder an Bord der Rogue Shadow einsetzen, um deine Machtkräfte zu verbessern. Sollte dein Spielcharakter sterben, verlierst du einen Teil dieser Punkte. Alles klar. Das ist, wie gehabt, auch aus der anderen Version. Allerdings, ne, dieser Bereich. Man kennt Ram Kota und es gibt auch Ram Kota in der anderen Version. Mal her, du. Es gibt Ram Kota auch in der anderen Version. Allerdings ist das wirklich komplett anders. Also, ne, der Bereich, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wie das Level hier in diesem Spiel aufgebaut wird. Die Charaktere bleiben anscheinend, aber die Level sind unterschiedlich. C halten, um deine Feinde zu elektrisieren. Ach so, das war vorher der Würgegriff. Natürlich, natürlich. Was war das jetzt für ein Hologramm da eben? Naja, gut. So, hier müssen wir nochmal den schweren Machtschub machen. Und Feuer! Tür auf. Das machen wir gleich. Den Machtblitz haben wir mit Starkiller raus. So ein lächerlicher kleiner Wurm. Weg mit ihm. Drücke A und halte den Control-Stick in eine Richtung, um dorthin zu sprinten. Ah, okay. Das ist doppelt belegt. Das macht es ein bisschen schwieriger. Okay, wir müssen jetzt hier einigermaßen viele Leute umlegen. So, das ist hier auf jeden Fall der Machtblitz erstmal. Das ist dieser Sprint. Der wird hier anders ausgelöst als bei der PlayStation- und Xbox-Variante. Ich würde ganz gerne das Geschütz mitnehmen. Das ist übrigens auch eine Neuerung. Wirklich ganz viele Neuerungen hier im Spiel, die man so in der anderen Version nicht hat. Das Geschütz mitnehmen, das geht nicht. Diesen Machtsprint, den macht man auf anderen Tasten. Die Level sind anders. Und da sind auch schon die ersten Imperialen. Drücke B zum Springen und nochmal B für einen Doppelsprung. Okay. Warte mal, ich wollte jetzt gerade was ausprobieren. Ah ja, okay. Man kann auch hier in der Luft nochmal dashen. Das geht nämlich auf der PlayStation-Version auch. Muss man da auch manchmal tatsächlich einsetzen. Für Rückstoß drücke Z und B. Na, das hat man schon mal gemacht. Das ist nämlich dieser auf dem Boden-Move, ne? Das hier, ja, genau. Diese Eruption. Hey, Kamera, dreh dich bitte nicht so komisch. Danke sehr.
kommen. Ihr habt keine Chance gegen ein Lichtschwert. Also so ein bisschen mit der Motion-Steuerung ist noch hakelig für mich, aber... Hat er sich gerade selber gesprengt? Aber man fühlt sich schon so ein bisschen cool, wenn man hier... Ne, ich meine jetzt von oben rechts nach unten links und dann zack, macht er das auch. Ne? Es ist halt echt... Also es ist ein bisschen cool, muss ich schon sagen. Das ist schon... Da fühlt man sich schon ein bisschen geil. Sterb! So, die Machteruption hier. Yes, okay. Bis jetzt ist noch nicht so schwer das Spiel, aber liebe Leute, bevor ich hier solche Sprüche droppen kann, muss ich auch sagen, ich werde irgendwann hier ziemlich sicher drauf gehen. Ob es an der Steuerung liegen wird, da bin ich noch nicht so drin. Oder an anderen Sachen. Man wird sehen. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier bis früheren oder späteren irgendwann drauf gehen werden. So, wie geht der Sprint? So geht der Sprint, okay. Der Sprint ist sehr ungewohnt, finde ich. Nein, das... Oh, okay. Da können wir gleich anscheinend irgendwas auslösen, aber ich wollte hier eigentlich erstmal die Leute besiegen. So, jetzt. Nicht nachlassen! Na, was kommt jetzt? Ach! Ach, der baut eine Treppe! Oh! Cool! Okay, solche Elemente gab's so in der Form, dass man das mit einem Event macht oder sowas, nicht in The Force Unleashed auf der PlayStation. Da hat man sich zwar auch Treppen gebaut an der einen oder anderen Stelle, aber hat das eher selber gehandhabt. Das war jetzt nicht so eine Zwischensequenz. Allgemein, TIE Fighter Fabrik ist ja hier... der Levelname ist ganz anders aufgebaut. Wirklich absolut anders. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch... Also skillen kann man ja auf jeden Fall, das wurde ja schon gesagt. Nein, ich will das Ding hier werfen. Oh mein Gott, ich kriege... Oh mein Gott! Da war irgendwas hinter mir. Ein Geschütz wahrscheinlich. Da kommen sie, die ollen Rebellen. Ich bin noch gar nicht so drinne. Siehst du mal, ich habe ja gesagt, es dauert nicht lange, bis ich sterbe. So, hol dir das Ding. So, diese Geschütze scheinen super gefährlich zu sein, weil das hat mich eben irgendwie... Der hat mich richtig weggepfeffert. Der Typ da. So, komm mal her, du. Allgemein weiß ich noch gar nicht genau, ob es hier sowas wie Holocrons gibt, weil das waren natürlich Sammelobjekte im alten oder in dem Teil, den ich dazu kenne. Und da kann man die Lichtschwertfarbe ändern und ganz viele kosmetische Sachen ändern. Da kann man auch nochmal was machen. Es geht noch weiter hoch, oder was? Okay, es geht noch weiter hoch. Aber wir konnten an der anderen Tür das auch machen, komischerweise. Wir werden das mal ganz kurz... Da gucken wir uns ja mal so ein bisschen um, ne, liebe Leute. Muss ja hier nicht durchrushen. Aber bei einer der Türen, ich glaube, die da, die kann man öffnen, oder? Ja, anscheinend. Und Feuer! Und stoße ihn um. Mach das... Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Weg mit ihm! Oh, ich krieg schon wieder so viel Schaden, ne, Leute? Ich krieg so viel Schaden. Ist unfassbar, wie viel Schaden ich hier krieg. Mach. Ich bin so kurz vorm Sterben. Wo ist der? Da sind mehrere. Okay, wir haben Leben bekommen. Meine Güte, deine Verstärkung brauchst du gar nicht. Du hast mich gleich schon so... Alles für die Erfahrung, ey. Ich werde hier... Ah, da ist ein Holocron. Oder irgendwie, Holocron 6 von 200. Das bringt mir jetzt aber gar nichts, oder was? Was ist das hier auf dem Boden liegende? Ist das irgendwas? Kann man das für irgendwas benutzen? Ist das einfach explosiv? Nein, das ist einfach nur da. Okay. Es ist einfach nur da. Holy moly. Also ihr werdet schon sehen, ich werde mich hier noch anstellen. Ah, okay. Ich muss einfach nur... Ah, jetzt verstehe ich den Dash schon eher. Jetzt verstehe ich den Dash schon eher. Also, wir können hier immer noch hochklettern. Wir gucken uns trotzdem nochmal vorher so ein bisschen um, ob es hier noch was gibt. Und wir können tatsächlich auch gleich mal in das Skill-Menü gucken. Hier geht es noch nicht höher. Okay, wir gehen ein Stück hoch. Aber gucken ganz kurz mal ins Skill-Menü. Machtkräfte speichern, Lichtschwert anpassen, Kampfkristall. Okay, es gibt auf jeden Fall ebenfalls hier die Möglichkeit, Sachen zu sammeln. Machtschub, Blitz, Lichtschwertwurf, Rückstoß, Luftangriff und so weiter und so weiter und so weiter. Es geht hier alles. Lichtschwert, Schwertangriff. 20.000. Ich bräuchte sowas wie, momentan bräuchte ich sowas wie Lebensenergie oder Schwertverteidigung. Lichtschwertwirbel, Sprengen, Sturm. Was steht denn dabei? Erfülle dein Lichtschwert mit Blitzen. Ach, okay. Das sind solche Kombo-Angriffe. Gut, wir nehmen erstmal die ganz normalen Sachen und zwar den Machtblitz. Den mag ich eigentlich sowieso. Den nehmen wir immer wieder gerne.
Und von daher zurück zum Spiel. So, der geht hier, ne? Ja. Okay, da bahnen wir uns doch nochmal den Weg nach oben. Wo ist der nächste TIE Fighter Flügel? Ah, so hoch kommen wir eigentlich auch schon. Oh mein Gott. Ach, die Kamera, ey. Die Kamera macht mich kirre. Hebt das Geschütz auf. Okay, alles gut. Aber hier sind noch welche. Ich glaube, das ist der richtige Weg, wo wir auch lang müssen. Was ganz gut. Alter, die Kamera macht mich echt wahnsinnig. Die Kamera macht mich echt wahnsinnig. Hallo, mein Freund. Hast du gedacht, ich sehe dich da nicht, oder? Da fliegt er auch schon. Da sieht mir das dann noch was nach was aus. Ne, das sind einfach nur kaputte Flügel, okay. Okay, okay, okay. Hier werden auf jeden Fall die TIE Fighter gebaut, was auch eine coole Sache ist. Ein cooler Einblick, finde ich. Gefällt mir, okay. Können wir weitergehen. Hier ist anscheinend nichts mehr. Also manchmal will ich eigentlich nur den Dash machen und dann macht er schon den Sprint, weil ich anscheinend mit der Wii... Oh, da war doch ein Holocron, das habe ich doch gesehen. Weil er anscheinend mit der Wii-Mode schon rumwackelt. Jedi Holocron. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie man denn hier in dem Spiel dann, nee, wie mache ich denn das? Ich will diese Eruption machen. Okay. Wie ich in dem Spiel denn dann, die verschiedenen Kristalle finde? Oder wo? Oder ist das dann auch so wie in dem alten? Da hat man nämlich einfach diese Holocrons gesammelt und manchmal war das was Optisches, nur dass man dann irgendwie ein Outfit hatte. Manchmal waren das einfach Machtpunkte, sehr, sehr viele. Und manchmal war das dann halt auch sowas wie ein Holocron, wodurch man halt ein Lichtschwertkristall bekommen hat. Vielleicht finde ich es ja auch noch heraus. Aber kann ja nicht schaden, wenn ihr mir das einfach mal so ein bisschen verratet, ne? Also das ist ein Explosivfass, denke ich mal. Jawohl. Der hat einen Raketenwerfer. Okay, immer schön diese Energietanks mitnehmen. Ey, nicht schießen! Oh mein Gott, das ist wahrer Einsatz. Der steht da immer noch, der Typ. Der lebt einfach immer noch. Aber ich wollte gerade sagen, wahrer Einsatz. Der bringt sich quasi selber um, nur damit ich sterbe. Wenn die Rebellion nur aus solchen Leuten besteht, da hätte das Imperium aber wenig Chancen. Ja, ich liebe, also den finde ich richtig cool, diesen Move, dass man, ja wow. Den finde ich richtig cool, diesen Move, dass man einfach das Geschütz so mitnehmen kann. Das ist der Hammer, Leute, das ist einfach der Hammer. Das ist ein Kanonenboot. Ich bin gestorben. Das Kanonenboot hat mich einfach weggehauen oder so. Heilige Mutter Gottes, das ist ja echt, ich werde häufiger sterben in dem Spiel, ich sehe das jetzt schon. Nimm das Geschütz weg. Okay, diese Geschütze sind unfassbar gefährlich. Alter Schwede. Okay, jetzt haben wir es aber alle. Hallo. Super. Wo ist der Jedi? Sagt schon. Wieso? Ich bin sowieso tot. Schon gut. Bitte. Hört auf. Dann redet. Meister Kota, Kontrollraum. Wow, 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 wow. Ganz schön brutal, hä? So, hier hinten ist noch ein Versteck anscheinend. Ach, da ist schon wieder so ein Raketenwerfer, Heini. Kann ich das... Ich wollte eigentlich versuchen, die Rakete zurückzuschleudern. Das müsste eigentlich gehen, oder? Müssen wir beim nächsten Mal versuchen. Okay, hier haben wir nichts mehr zu holen anscheinend. Die guten roten Fässer, wie man sie kennt. Ah, guck mal, da kann man vielleicht hoch, da hinten. Oder sind wir da hergekommen? Ne, wir sind hier unten hergekommen, ne, eigentlich. Naja gut, wir kommen da, glaube ich, nicht hoch, oder? Ist da oben denn irgendwas versteckt? Da ist ein Holocron, also eigentlich müsste man da hochkommen. Vielleicht von dem Ort aus, da hinten. Kommt man da denn hoch? Ja, das ist jetzt wieder eine Schwierigkeit, ne, liebe Leute. Hakelig.
Na, jetzt haben wir's. Okay, perfekt. Hat ja auch gar nicht lang gedauert. So, Holocron. Und somit geht's weiter, liebe Leute. Jetzt geht's richtig rund hier. Oh, was ist das denn? Das haben wir auch noch nicht gesehen. Halt, nicht dran vorbeilaufen. Du hast einen Gesundheits-Holocron aufgenommen. Jedes Mal, wenn du ein Gesundheits-Holocron findest, steigert sich deine gesamte Gesundheit. Das, liebe Leute, müssen wir finden. Die Dinger brauchen wir. Wir brauchen sie ganz, ganz dringend. Waffe fallen lassen! Immer noch Waffe fallen lassen? Ja, wie ich die alle weghaue. Okay. Oh. Ich habe den Eindruck, ich hätte da so nicht durchlaufen sollen. Da hinten ist wieder einer mit dem Geschütz. Der muss sterben. Nein, auf den Geschützmann. Oh ja, gut, wir haben es. Okay. Eigentlich wollte ich gerade dashen, aber irgendwie hat er den Lichtschwertwurf gerade immer gemacht. Naja, gut, egal. Also, da eben, als ich den Gang lang gelaufen bin. Haben wir hier irgendwas verpasst? Anscheinend nicht. Okay. Weiter geht die gute Fahrt. Es explodiert halt einfach. Super. So, ich bräuchte mal ganz dringend Lebensenergie. Oh, du gibst mir was. Das ist aber nett von dir. Oh, wir haben auch schon bald wieder die 40k. Und damit können wir uns natürlich auch wieder eine neue Machtenergiekraft kaufen, ne, liebe Leute? Nicht vergessen, wir können uns gerade übrigens nicht bewegen. Nicht wundern, warum ich hier so komisch rumstehe. Imperiale, sie dürfen auch nicht überleben. Aber erstmal den wegwerfen und durch wegwerfen. Also die Fähigkeit mag ich bei der Wii-Version gerade auch echt sehr gerne, muss ich sagen. Diese Machteruption. Hey, da lebt noch einer. Hättest mal nicht aufstehen sollen, mein Freund. Oh, hier geht's weiter rein. Also ich habe den Eindruck, der Machtblitz ist hier gar nicht unbedingt das Geilste, was man nehmen kann. Ja, okay, man kann mit der Macht die Raketen zurücksteuern. Ich hab's doch gesagt, liebe Leute, es geht. Dun, 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 dun. Jetzt macht er das schon wieder mit dem Lichtschwertwurf. Eigentlich soll er nur dashen. Der soll eigentlich nur... Ja. Warum denn nicht gleich so? Was macht denn der da? Der hat voll den... Guck mal, jetzt bringe ich den Imperialen darüber. Kann ich ihn einfach nur fallen lassen? Ja. Der schwebt da jetzt ja sogar. Oh, der Arme. Der lebt halt noch. Die Imperialen treffen den halt nicht mal. Ein Rebell. Sie alle zu vernichten. Ach, das ist aber gerne, das ist aber gerne. Ein Trauerspiel ist das ja. So, mal gucken, ob der eine Rebell überlebt. Wenn ich dem hier so ein bisschen Unterstützung gebe. Naja, die stehen da immer noch. Gib auf oder stirb! Positionieren wir den mal anders? Ach, jetzt will er mich abschießen, oder? Nee. Also komm schon. Komm schon. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Da ist ein Holocron. Wie komme ich da ran? Da muss ich irgendwie jetzt runterfallen mit Absicht. Oh, das ist so ein Machtding, oder? Du hast ein Machtding eingesammelt. Nein, natürlich ein Machtholocron aufgesammelt. Jedes Mal, wenn du ein Machtholocron findest, steigt deine gesamte Machtenergie. Schade, dass man hier nicht einfach, das sieht aber cool aus. Schade, dass man hier nicht einfach Dings aufladen kann. Diesen Machtschub so weit aufladen kann, wie man möchte. Das geht hier nicht in dem Spiel. Was aber geht, ist der Drop hier runter, um sich das Holocron zu... Oh, das war aber knapp und... Wir haben es. Okay, perfekt. Da war der Fahrstuhl irgendwo, oder? Ja, das war jetzt ein bisschen sehr weit tief. Aber egal, wir gehen einfach wieder hoch. Okay, liebe Leute, aber damit würde ich sagen, wir hören hier an dieser Stelle auf. Oh, jetzt habe ich hier gerade gestikuliert mit meiner Hand. Wir hören hier an dieser Stelle auf mit Star Wars The Force Unleashed auf der Wii-Version. Und spielen beim nächsten Mal hier weiter. Vielleicht treffen wir dann auch schon den guten General Kota. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen.